Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Banoki New Television mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Erste Pujan, ich bin der Sascha und wir haben den 16. August. Und am 16. August, da machen wir Razzifazzi, gehen wir da zum Geburtstagskind über. Das ist Madonna. Und Madonna kennen wir ja hier, American Pie hat sie gesungen, dann hat sie gesungen Like a Prayer und hat Evita gespielt und Hang Up und Like a Virgin und der ganze Rotz, ne? US-amerikanische Sängerin, geboren 1958 und jetzt kommst du. Entschuldigung, ich war schon wieder beim Gehen. Ja, hallo, dir auch einen guten Tag, Sascha. Ja, genau, du bist dran. Komm, hier, komm, mach mal hin. 16. August, wir haben nicht viel Zeit, Sendezeit ist teuer. Wir müssen doch los, wir haben doch keine Zeit. 1987 wurde Steffi Graf als erste deutsche Weltranglistenerste beim Damentennis. Das war die Monika Seles. Ja, ist doch egal, aber trotzdem, die haben alle so Steffi Graf, super Vorhand, super Rückhand, super Zinken und mit einem super Typen zusammen. Andre Agassi. Ja, aber die Steffi Graf 1987 hat ja den Navratilova, der große Herr des Deutschen, der große Herr des Damentennis. Den hat sie ja vertrieben. Gespatzt. Vom Thron runtergeholt. Ne? Ja. Das war eine große Sache in Deutschland damals, ja, dass sie die Nummer 1 geworden ist. Aber es war absehbar, weil sie nämlich immer besser geworden ist und immer näher rangekommen ist. Und ja, Navratilova natürlich immer älter geworden ist. Und da ist dieser Bum-Bum-Boris-Trend, Tennistrend, nochmal, hat nochmal richtig Gas gekriegt. Ja. Und alle sind in die Vereine und haben geballert, was das. Ja, genau. Also Boris war ja 85 in Wimbledon die große Nummer. Und 87 kam dann Steffi Graf dazu. Und dann ging es echt durch die Decke. Piu, alle wollten Tennis spielen. Aber ich habe Tennis gespielt. Auf der Straße. Ja, ich hatte nur keinen Schläger und keinen Ball. Wie hast du Tennis gespielt? Am Computer? Nee, ich habe einfach nur gestöhnt wie die Frauen. Genau. Hast du noch was für den 16. August? Am 16. August 1988, also ein Jahr später, nachdem Steffi Graf Nummer 1 geworden ist, begann in Gladbeck dieses Geiseldrama. Oh oh. Nachdem du hast Gladbeck gesagt und ich wusste schon Bescheid. Ja, mehr hat Gladbeck ja auch nicht zu bieten irgendwie. Naja, vielleicht haben die ja noch eine Tankstelle oder einen Edeka oder sowas. Vielleicht. Weißt du ja nicht. Ja, vielleicht haben sie einen Supermarkt. Jedenfalls haben die eine Bankfiliale überfallen und erst 54 Stunden später wurde dieses Geiseldrama beendet. Leider nicht ganz so glücklich, wie man sich das erhofft hat. Genau, aber das war 1988 und begann am 16. August. Ristich. Das war der 16. August. Morgen lernen wir wieder mehr über den 17. August. Schaltet dann wieder rein. In der Zwischenzeit könnt ihr unseren Kanal abonnieren, uns ein Like da lassen. Da unten was reinschreiben. Und in die Kommentare noch was reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Oder? Nee, dass es euch gefallen hat. Nicht, wie es euch gefallen hat. Dass es euch gefallen hat. Oder ihr könnt auch noch reinschreiben, was Madonna alles für Lieder gemacht hat. Weil es ging echt ein bisschen schnell. Cheerio, Miss Sophie. Ciao, macht's gut.